dass wir mal erkennen und sagen, schau, es gibt noch was anderes. Allah gibt es. Die Verpflichtung für unseren Schöpfer gibt es. Und das ist eigentlich ein schönes System. Fünfmal am Tag werde ich von Allah durch das Gebet hier von dem Leben rausgerissen. Von meinem Alltag. Vom Schlaf werde ich rausgerissen für Sabah Namas. Vom Mittagsgebet werde ich rausgerissen. Von Nachmittagsgebet, von Abendgebet, von Jetzgebet. Immer wieder bin ich mir bewusst, es gibt einen Schöpfer, vor dem ich Verantwortung habe. Ist eigentlich ein schönes System, wenn man bedenkt, wie nützlich das ist. Aber wenn man darüber nicht nachdenkt, wenn einem das alles egal ist, wenn einem das alles egal ist, dann gibt man seine Zeit nur für diese Dunya. Und im jüngsten Tag, wir werden uns viele wiedersehen. Die meisten von uns, die wir uns gekannt haben, wir werden uns am jüngsten Tag alle wiedersehen. Und dann werden wir einige von uns sich an die Worte der anderen erinnern, wo ich einmal Sohbet gemacht habe mit diesem Licht. Ein Muslim, der Allahs Weg gegangen ist, wird für sich ein Licht haben. Andere Muslime, die werden kein Licht haben. Sie gehen zu denen hin, die ein Licht haben, und sagen, gib mir was von deinem Licht. Und derjenige wird nur sagen, schau, wo dein Licht ist. Vielleicht ist es hinter dir oder sonstiges, such. Kam zu dir nicht die Ermahnung, als du geliebt? Das hast du nicht gehört. Und dann werden sie erkennen und sehen, ja, beim Sohbet haben wir nichts draus gemacht. Was der erzählt hat, ach, was soll es, betrifft mich nicht. Und das sind dann diejenigen, die dann aufstehen werden, die sich jetzt als Muslime irgendwie freuen, aber sie sehen sich in Dunkelheit. Das sind nämlich die, die wo bei Allah dann verloren sind, die wo kein Licht haben und sagen, ich sehe den Himmel. Aber da saß doch irgendwie auch in der Matrize drin. Warum hat der Himmel Licht und ich habe kein Licht? Warum hat der Himmel Licht? Und der Himmel, gib mir doch ein bisschen von deinem Licht, ich fühle mich hier so dunkel, ich habe Angst, ich komme da nicht, das Schelle drüber, irgendwas. Dann ist vorbei mit dieser Ermahnung. Die Ermahnung kam hier auf diese Welt. Hier muss es bewusst sein, dass ich für das Licht, das ich habe, am Tag von Qiyamah, etwas tun muss dafür. Zeit, Zeit für alle zu geben. Uns bewusst zu sein, was Moslem heißt. Bewusst zu sein. Hier mit dieser Adresse, was wir haben, ist eigentlich ein sehr guter Ort, wo Jugendliche kommen, wo ihr nebenbei auch mal euch kennenlernen könnt, neue Freundschaften aufbauen könnt, wo ihr weg seid von den Haram, wo ihr nicht nur zum Sohbet kommt, wie auch noch eure Zeit danach und davor verbringen könnt. Dass die sagen, gerade jetzt bei den Wettern, wer weiß jetzt in der Fußgängerzone, wie viele jetzt schon von diesen Mädchen mit ihren Minirocks rumlaufen, wo man eigentlich gar nicht mehr Minirocks sagen kann. Man kann fast gleich sagen, sie sind nackt. So kurz in die Röcke heute schon. Und wo die Jungs dann auf der Bank kommen und zuschauen. Ich habe das mal früher gemacht. Ich bin früher mal Fußgängerzone immer gegangen, gerade nach Jumma Namas, ein bisschen spazieren mit Turban und das und den Leuten zu zeigen, schau, es gibt noch was anderes. Und da bin ich immer eine Rundtour durch die Fußgängerzone gemacht. Und immer habe ich Leute getroffen, die ich kenne. Und das Beste war mal, da habe ich einen gesehen, der hat mich nicht gleich gesehen. Ich bleib so stehen und schaue ihm zu, was er so macht. Der hockt so richtig an diese Bänke, die wohl in der Fußgängerzone aufgestellt sind, und schaut so richtig die Mädchen in der, so richtig der, da sieht er sie, und sein Blick geht genauso so mit. Und von oben bis unten wird alles gemacht. Dann ging vorbei, dann kam das nächste Opfer. Und das gleiche wieder. Ich habe dir so ein paar Minuten zugeschaut, dann bin ich so gegangen, habe so getan, als hätte ich nicht gesehen, so an die Schaufensterseite. Und gleich als gesehen, sein Blick hat er weggemacht dann. Ich habe von der Spiegelung, vom Schaufenster, habe ich ihn dann geschaut, wie er darauf reagiert, wenn er mich sieht, war ich ja nicht zu übersehen. Und gleich weg und dann gleich so rutsch rum gemacht. Aber so wie ich halt bin, so nervensägend manchmal, dann bin ich halt dann extra auf ihn so zu. Ach ja, und was macht denn? Naja, ich warte auf jemand hier so ungefähr. Der ist irgendwo einkaufen. So wie man seine Zeit verbringt. Und wie viele mögen heute da drinnen so ähnlich rummachen und sitzen und das schauen? Also wie gefährlich ist die Zeit? Wenn ich mir diese Gelüste zu eigen nehme, und dann natürlich, dann fällt es mir schwer, einen gottgewollten Weg zu gehen. Denn wir sind auch nur Menschen, wir haben Gefühle. Allah hat uns mit Gefühlen ausgestattet, dass wir, wenn wir einen schönen Rock sehen, dass wir den hinterher schauen, ist ja an sich erstmal kein Problem, weil wir haben die Gefühle, wir sind ja auch Menschen, wir haben Gefühle. Ist ja normal, dass ich einem Mädchen hinterher schaue, aber ich soll das nicht tun, ich soll mich zusammenreißen, ich soll versuchen, dass ich das nicht mache, diesen Zustand. Und dafür muss ich etwas unternehmen. Das Erste, was ich unternehme, ich schaue, dass ich bei solchen Tageszeiten, wo es so schön ist, wo die Mädchen halbnackt rumlaufen, dass ich nicht dort rumlaufe, wo diese auch sind. Wie jetzt zum Beispiel. Jetzt laufen sehr viele einfach nur in der Fußgängerzone spazieren, weil sie wissen, dort kommen die Mädchen, die muss sich präsentieren, als Freiwild.
die wo sehr knapp gekleidet umherlaufen, die geschminkt sind, die parfümiert sind, um nur um den Jungen oder den anderen zu zeigen, schau mal, bin ich nicht ein Wild für dich? Willst du mich nicht erobern? So ungefähr. Und das muss ich einfach umgehen, indem ich mir sage, dann gehe ich nicht dorthin in die Fußgängerzone, da brauche ich nicht rein, ich habe nichts zu erledigen, dann komme ich lieber hierher, weil dann bin ich von den Gefahren befreit. Aber wenn ich natürlich da rumlaufe, mir das alles anschaue, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich Gefühle bekomme. Und je nachdem, wie stark einer ist, der eine, den reicht es von tagsüber, 20 Mädchen gesehen zu haben, der sagt, ich muss heute Nacht was haben, ich muss heute Nacht was haben. Entweder geht er puff oder vergewaltigt eine. Aber der hat sich ja selber das aufgebaut. Er war ja so, er hat sich selber den Tag so schlimm gemacht, weil er hat die Mädchen den ganzen Tag zugeschaut, hinterher geschaut und dann der Schwert, dann gibt ihn ein, oh, du bist auch ein Mann, du bist doch ein Jäger, zeig mal das Jägertum in dir und zeig mal dein Osman und alles, dann, und dann, ja, dann geht's rund, ne? So geht's dann. Deshalb brauchen wir uns nicht wundern. Um sich dieser Verführung aus dem Weg zu gehen, ist es besser, man hält sich dort auf, wo einesgleichen ist, wo Muslime sind, die sagen, ich möchte nicht diesen Weg gehen, ich möchte nicht in die Sünde verführt werden. Das kann ich nicht in der Stadt, das kann ich nicht im Park und sonstiges, wo jetzt die Leute alle halb nach rumliegen, wo es sich sonnen. Da wo, es gibt bestimmte Gegenden, da wo sich die Leute nackt hinlegen zum Sonnen. Ja, wenn ich natürlich da auch rumlaufen muss, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich schwach werde. Dann ist natürlich der Tag gelaufen für mich. Dann habe ich zu kämpfen. Nötigstenfalls mache ich auch das Bier, aber deswegen ist etwas das. Ne?